Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Mein Name ist Eskasa und mit mir spielt der kleine Gredel. Hallöchen. Na, ob ich mit dir spiele, weiß ich noch nicht ganz, aber ich bin erstmal dabei. Hallo zusammen. Tja, immer dasselbe. Hey, oh. Kennst du es anders? Nee, eigentlich nicht. Siehste. So, hier sind ja so viele neue Quests. Wollen wir die gleich annehmen? Ja, wa. Ja, wir nehmen sie erstmal mit, gucken, ob wir sie überhaupt noch machen. Weil so viel fehlt ja nicht mehr bis 62 und dann geht's ja nach Zangarmarschen. Nach Zangarmarschen. Willst also nach Zangarmarschen. Wir klauen die Wälder von Terrogar. Ach, jetzt willst du in die Wälder. Ja, das musst du dich jetzt schon entscheiden, ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich da hin will, ich habe gesagt, wir könnten. Okay. Unsere Feinde Aber wollen wir sind gleich zur gefallen. Falkenwacht, weil da ist ja eigentlich dann nachher auch, Leg dass du los. gleich weitergeschickt wirst. Ja, lass uns nach Falkenwacht rüber. Die Airline schickt uns da wohl noch nicht hin. Tun wir da noch ein bisschen rum. Und dann da zum ersten Boss des Szenarios. Das müsste, glaube ich, der Freiwindposten sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das wüsste ich jetzt nicht, wie er heißt. Also. Na, hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, weil ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Nee, das ist für mich auch schon wieder eine Weile her. Von daher, und da du dann teilweise ja weißt, wo du hin willst oder sowas, ja, dann merkst du ja die Namen nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Gucken, ob wir das noch fertig kriegen, die coole Quest. Welche? Beziehungsweise, ob es sie doch gibt. Na, die alte abfüllen und dann in Katze verwandeln. Die Oder gibt's Ratte. noch. Ja, die gibt's noch. Die hatte ich erst vor einem halben Jahr oder so gemacht. Also die gibt's auf jeden Fall noch. Unsere Feinde werden fallen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Tod allen Widersachern. Nimm mal ein Viech da aus den Questgebern. Baladash, mein Viech ist doch gar nicht in den Questgebern drin. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Unterstelle es mir nichts. Ich unterstelle dir alles. War mir klar. War denn hier noch da? War denn die komische Quest hier noch da? Naja, der ist gleich schon wieder verwirrt und überhaupt nicht bei der Sache. Er sieht sogar keine Questschilde. Ja, ich bin ja nun nicht mehr der Allerjüngste und von daher kann man in meinem Alter ruhig mal was wissen. Muss eher die Jugend wie du verbraucht werden. Ehre den Sindorei. Die ewige Sonne leitet uns. Was ist? Also halte ich für wesentlich gerechter. So, wo wollen wir zuerst hin? Ach, lass uns das da vorne machen. Da die kommt ein Vogel Nerven. geflogen und Marak, ja genau. Würde ich so jetzt behaupten. Dann gehen wir Arakoa nerven. Hallo, Arakoa. Mal irgendwann bei Gelegenheit gucken. Ich habe wahrscheinlich wieder ein paar neue Zauber gekriegt, dass ich mal meine Leiste ein bisschen umstelle. Ja, so zwischendrin wird das mal. Ah, muss ich mir nachher, glaube ich, mal Zeit nehmen für.
Und Skillpunkt müsste ich eigentlich auch schon wieder verteilen können. Hast du das nicht gemacht? Nö. Oh oh. Oh 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 oh. Es geht hier mittlerweile alles so rasant schnell. Da kommt man halt dann manchmal nicht mehr hinterher. Nee, manchmal fliegt das wirklich recht zügig. So, jetzt mal gucken, wann das hier bestimmte Möglichkeiten. Okay, der war tot. Nein, wir brauchen die Jungtiere. Ach, die Weibchen. Hm. Nicht? Und die muss sie aus dem Nest holen. Hm. Ah, können wir gleich den da hinten begleiten. Ja, dich können wir auch noch irgendwo hinbringen. Das Männchen. Es dauert jetzt wieder 5000 Nester, bis das dann so das ist, was man braucht. Schon normal. Ah, so wie ich höre, hast du auch ein Männchen gefunden? Ja, doch. So, den Typen gleich mitnehmen, der wollte da hinten irgendwie auf dem Berg oder so, ne? Nee, der musste nach vorne begleiten. Musst du ihn nach vorne begleiten? Ja. Auf dem Berg? Nein. Den läufst du raus und dann leicht rechts, Quatsch, leicht links. Na also, das war ein Weibchen. So. Dann müssen wir mal noch ein Nest suchen. Ja, von irgendeinem Pissvogel. Den Kacki stand in sein Nest. Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen, dass du das machst. Ist ja wieder, dass der sich sowas immer vorstellen kann, ne? Ich bin mal so lieb und nett und freundlich und der kann sich solche bösartigen Sachen bei mir vorstellen. Du lieb und nett und freundlich, du weißt ja noch nicht mal, wie sowas geschrieben wird. Den hier um gar keine Vögel mehr, warte mal. Doch, da hinten ist eins, warte mal. Wieso laufen wir hier eigentlich? Da hinten ist noch ein Nest. So. Dann wollen wir uns das doch auch mal holen. Zieht er den natürlich mit, wo ich extra dran vorbeigeflogen bin. Alles EP. Oh. Der Eske. Ja, die haben bestimmt Epics dabei, also. Ich bin doch immer so gegen hohe Gewalt. Ich glaub's, warum ich so viel Questen tue. Ach, das ist... Und hier, hör mal auf, die ganzen männlichen Leute da aus dem Ei zu holen. Du musst ein weibliches haben. Ja, das ist mir schon klar. Was kann ich dafür, wenn Blizzard mir kein weibliches Ei gibt? Ja, das ist doch eins. Wie kann ich das jetzt nicht einfangen? So. Jetzt können wir auch fliegen. Nee. Der Esker, der ist so verwirrt. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen.
So. Ja, warte mal. Ich brauche erst Platz in meiner Quest. Na, jetzt. Achso? Ja, mein Questlog war voll. Hast du irgendwelche Alter, die Lumpe da drin? Naja. Oh, da, böser Vogel. Der hat uns bestimmt wehgetan. Also aufpassen hinter unser Respawn. Oh. Da kloppt auch schon der erste Respawn auf uns ein. Nee, nur auf dich, nicht auf mich. Achso. Ja, gut, das war klar. Immer auf mich. Und sonst, holde Maid, alles in Ordnung? Ja, ich weiß. Der dicke Tau da hinter mir, der ist immer so aggressiv, so brutal und Der Esker. Ja, was denn? Jetzt werde ich hier, jetzt quatscht er hier wieder die NPCs voll. Na, mit irgendeinem muss ich doch reden, oder? Puh, kannst ja mit den Leuten reden, die uns zuhören. Hallo Leute. So, Schneckchen. Doch drüben, sie folgen uns. Oh, Hilfe, hinter uns. Oh. Damn. Damn. Ja, von irgendwelchen Vögeln hier vorhin gequatscht. Siehst du, wie ich sehe, wie ich sagte, du führst die raus und dann links. Naja, ist okay. Hast du mal recht gehabt und dann ist schon. Ich hab immer recht. Ach, wenn dem so wäre. Es ist so. Ah ja. Werte Blutelfe, hört nicht auf den Dicken dahinter euch. Zu oft mit der Blutelfe zu flirten. Du bist doch selbst nur eine Kuh. Da macht er nicht keiner trotzdem mit der Rene, oder? Ja, aber diese kläglichen Flirtversuche von dir. Du hast doch eine Freundin, oder? Ja. Na, du redest auch mit der. Manchmal. Das siehst du? Ist also nicht so viel Unterschied. Boah, Alter. Hier, komm, ruh dich jetzt nicht aus. Ja, wir können doch auch noch immer. Nein, ich hab nichts gehört. Wärst du weitergegangen, wäre der gar nicht hinterhergekommen. Ja. Jetzt sind ein paar Gemüse. Und du freundest dich mit sowas an. Ach, da kann man hier mal gemütlich über die Höllenfeuerhalbinsel spazieren und immer so ein bisschen die Landschaft angucken. Nee, wir könnten hier ein paar Schweinchen für Obelix mitnehmen. Er mag doch nur Wildschwein. Schweineschwein. Das sag mal einem Wildschwein. Vor allem das sag mal Pumba ins Gesicht. Ja. Was ich immer cool finde an den NPCs, wenn dann mal so ein Viech da ist, ne, was du umnieten musst, was wirklich feindlich gesinnt ist, da können die sich auf einmal ganz schön schnell bewegen. Ja gut, ich meine, da hat ja Blizzard zum Glück gelernt, nachher, Kata, reiten oder fliegen die NPCs ja oft auch. Ja. Das ist auch gut so. Ich stelle mal diese Schrittgeschwindigkeit vor hier in der Flucht von Dornholde. Mit Thrall. Ich hab das nicht gewollt. Genau das. Der beste Satz überhaupt. Gefolgt von, wir sind geduldig. Ja. Thrall hat schon extremst epische Sätze drauf, also das muss man ganz ehrlich sagen. Hat er ja auch.
Es ist halt Thrall, was willst du erwarten? Das ist der wahre Kriegshäuptling hier. Dieser komische, kiffende Troll da, den werde ich nicht als Kriegshäuptling anerkennen. Nee, da hat er in all den Jahren, die er ja schon existiert, einmal was getan. Dann wird er Kriegshäuptling. Also. Ja, vor allen Dingen, seine Kackinsel konnte er nicht mal alleine zurückerobern, obwohl da nicht drauf war, außer ein paar Level, weiß ich nicht, zwei oder drei Viecher. Ja, die konnte er schon nicht zurückerobern, das musste man selber schon machen. Und dann stellt er sich jetzt als großer Typ hin. Ja. So ist das halt, ne? Und die Level 5 Viecher traut er sich nicht ran, aber gegen den Level 90 Garrosch Höllschrei. Tja, und den kriegt er ja auch nicht mal besiegt. Nee, im Gegenteil. So, wollen wir hier hinter in die Kluft da die steinsiche Welpen machen? Naja. Klein Kackviecher kann ich eh nicht leihen. Das sind ja auch hässliche Tiere. Mach es, Tom, mach es, Tom. Ihr lauft nicht weg. Muss ich armer kleiner Krieger da noch hinterher flitzen? Muss ich sagen, das hat mich immer am meisten genervt, ja? Wenn die wirklich weglaufen. Gerade so im Nahkampf, da war das manchmal sehr lästig. Ja. Dann hast du manchmal, wenn du dann falsch gepult hast oder dann doch mehr gekommen sind, als du eigentlich wolltest, dann läuft doch einer weg und pullt noch eine Gruppe. Ja. Das habe ich immer. Also als Nahkämpfer ist es wirklich sehr schwierig. Bei Fernkämpfer ist ja kein Problem, weil die flüchten ja meistens so, dass du bloß einen oder zwei Zauber noch draufsetzen musst. Ja, oder die verrecken dann unterwegs noch an irgendwelchen Hotz oder an irgendwelchen Dots oder sowas. Das geht immer noch. Aber als Nahkämpfer... Ja gut, wenn du da natürlich Hotz draufsetzt auf deinen Gegner, ist kein Wunder, dass er flüchten kann. Du hast da einen Wurm angequatscht. Oh ja. Soll er mitkommen. Zu Haus? Nein. Alle unter der Dusche. Alle unter der Dusche? Also sind sie ja doch zu Haus. Nein. Ich habe ja nicht gesagt, welcher Dusche. Ach, die duschen also nicht bei sich zu Hause. Nein. Das ist ja ekelhaft, wenn die nicht bei sich zu Hause duschen. Dann müffeln die ja alle. Das macht hier nichts. Du musst es ja nicht riechen. Wir haben ja zum Glück noch kein Computerspiel. Ja, das genau. Ist gut so. Ansonsten würdest du ja auch müffeln, so einen ganzen Tag da in deiner Rüstung drin. Mein luftiges Stoffgewand, das kann man jederzeit lüften. Das mag ja sein, wenn der da drinnen aber schon leicht am Verwesen ist, dann bringt das auch nicht mehr viel. Boah. Man kann es aber probieren, also. Es funktioniert bei dir im wahren Leben schon nicht, weißt du, aber... Naja, probier's halt. Tschö. Ehre den Zindorai. Lebt wohl. Ist ja wohl... ein Unding, was der Typ da wieder erzählt. Den ganzen Tag wird man hier gedisst und gemobbt. Oh. Taschentuch? Ist das von dir oder was? Ja, ich habe hier irgendwo noch ein benutztes Rumliegen.
War klar, dass du irgendwo nur noch einen voll geschnottert hast, ohne irgendwas. Glaubst du einfach, ich gebe dir ein neues? Nein, das habe ich jetzt so in der Form nicht angenommen. So, repariert und verkauft habe ich auch gleich. Wollen wir noch schnell hier die Lichter anzünden? Oh, mach Licht. Ah, bring mich zum Licht. Das zählt für beides gut. Das zählt für beide. Also auf gut Deutsch, du wartest wieder und ich darf die Arbeit machen. Ja, wenn du mich hier als Minderheit schon so diskriminierst. Na, du und eine Minderheit. Was bist du bitte schön für eine Minderheit? Eine Esker-Minderheit. Eine Esker-Minderheit, aha. Ja, siehst du hier noch mehr Eskers? Nein, ich nicht. Hasse ich hier an diesen Würmern. Kannst dich hinstellen, wo du willst, triffst garantiert ein. Es ist in manchen Regionen auch sehr, sehr schlimm. Ja, da sind wir wieder bei diesem eventuell sterben und so weiter und so fort. Hier war da auch noch ein Licht. Ich habe bloß einen Fehler in der Questanzeige, der zeigt mir das nicht an. Dass das noch ein Licht ist, was du entzünden musst. Aber die sind ja alle so ein bisschen runter vom System, Mobs. Die waren alle mal schlimmer. Ja, das stimmt. Gut, das mag vielleicht auch. So wirken, da wir jetzt zu zweit unterwegs sind. Naja, die haben schon einige Zauber gebufft und sowas. Also. Ja. Das auf jeden Fall. Dann darfst du ja auch nicht die vergessen mit den ganzen Level-Klamotten und sowas. Dadurch hast du ja sowieso schon Grundequipment in der Hand. Das hatte man ja beim ersten Char noch nicht. Ebenst. So, wollen wir gleich weiter da zu dem Posten, würde ich sagen. Ja, ein Pfosten ist immer gut. Posten, nicht Pfosten. Ja, merkst du diesen kleinen, aber feinen Unterschied? Oh, der Professor ist wieder unterwegs. Echt? Wo denn? Ach, nee. Entschuldigung, ich sterbe. Oh. Armes kleines Tüfte. Ja. Ich werde hier gemobbt, gedisst und dann muss ich nebenbei auch noch hier todkrank. Oh. So, habe ich jetzt Aufmerksamkeit und Mitleid bekommen, oder? Liebe Zuschauer, Mitleidsbekundungen dürfen gerne unten in den Kommentaren geschrieben werden. Lasst euch ruhig aus und sprecht das aus, was ihr denkt. Die denken nur Gutes. Von dir kann man nichts Gutes denken. Ich bitte dich. Ich danke dir. Hallo. Was führt euch hierher? Jo. Ich habe euch erwartet. Ja, dann würde ich sagen, was das erstmal für diese Folge. Oh, ist das schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht? Na, der kleine Gredel, wer denn sonst? Nee. Wir sagen Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.